dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich gut hören, mich gut sehen. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 4 von Kongress der Sozialwirtschaft Digital im Vorlauf zum 12. Kongress der Sozialwirtschaft. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Veranstalter sowie auch des Orga-Teams des Kongresses hier heute so zahlreich virtuell begrüßen. Ich sehe unten gerade, dass wir schon bei erfreulicherweise, wirklich sehr erfreulicherweise 70 Teilnehmenden im Moment sind. Da werden sich jetzt dann wahrscheinlich auch im Laufe der kommenden Minuten noch weitere Teilnehmende hinzuschalten. Mein Name ist Ulrich Dobler, ich bin für die Stiftung Liebenau tätig und darf in der Rolle auch im Orga-Team, Organisationsteam des Kongresses mitwirken. Das mache ich sehr gerne und genauso gern begleite ich Sie heute auch als Moderator durch die nächsten eineinviertel bis anderthalb Stunden. Da wir nun doch so erfreulicherweise sehr viele Teilnehmende beisammen haben, gestatten Sie mir an der Stelle eingangs bitte auch noch ein paar technische Hinweise. Wir sind ja mittlerweile alle ziemlich versiert im Umgang und im Handling auch mit Videokonferenzen, egal welches System da jetzt genutzt wird. Ich würde Sie einfach bitten, dass Sie Ihre Mikrofone stumm geschaltet haben, es sei denn, Sie tragen dann auch aktiv bei in der Diskussion, sodass dann im Prinzip immer diejenigen, die einen aktiven Part haben, dann auch zu hören sind. Zu den Kameraeinstellungen mit Blick dann auf den zweiten Teil unserer Session würde ich nachher noch vor den Diskussionsrunden dann auch nochmal was sagen. Sie sehen oben rechts den Button Anzeigen, dort können Sie dann für sich passend eben auch die Sprecher- oder Galerie Ansicht dann auch wählen. Was haben wir heute miteinander vor, meine sehr geehrten Damen und Herren? Jetzt im kommenden Ablauf werden wir nach diesem Einführungspart noch kurz von Dr. Gerhard Timm von der BAGFW hören, wenn er sich denn mittlerweile schon hinzugeschaltet hat mit aktuellen Infos aus gegebenem Anlass. Dann würden wir zunächst einen Praxisimpuls von Herrn Björn Nessler von der Diakonie Gütersloh hören, um dann im Anschluss dann zunächst in einer kleinen Runde auf dem virtuellen Podium noch mit zwei weiteren Kollegen, Herrn Dr. Markus Nachbau von der Stiftung Liebenau und Herrn Ralf Köhnlein von der BGW, zunächst noch zu viert mit meiner Wenigkeit in der Moderation nochmal zu diskutieren, um dann aber abschließend natürlich auch Sie an Bord zu holen, um dann natürlich auch Ihre Kommentierungen und Fragen dann natürlich oder auch Beispiele dann eben auch noch zu dem Thema, das wir heute gewählt haben, dann dementsprechend auch natürlich noch reinzuholen. Dann würde ich jetzt an der Stelle so viel zum Einstieg Herrn Dr. Gerhard Timm auch das virtuelle Mikrofon überreichen, wenn er denn schon bei uns ist. Herr Timm, sind Sie an Bord? Ja, ich bin an Bord, selbstverständlich. Hallo, Herr Timm. Wunderbar, schön, dass es auch geklappt hat. Sie haben es vielleicht gerade in der Anmoderation gehört, aus gegebenem Anlass hatten wir jetzt auch nochmal... Grüße Sie, hallo Herr Dobler, ja. Hallo, grüße Sie, gebeten, Sie auch nochmal an Bord zu holen. Bitte schön mit aktuellen Infos. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also das hat jetzt mit dem inhaltlichen Thema gar nichts zu tun, um was es heute geht. Herr Timm, wir können Sie leider nicht so gut hören gerade. Um eine organisatorische und vielleicht hat sich der eine, das kann an meiner schlechten Internetverbindung. Ja. Warten Sie. Versuchen Sie es nochmal. Ist besser? Jetzt etwas besser? Jetzt können wir Sie gerade hören. Versuchen Sie es bitte nochmal. Na, ich glaube, das funktioniert nicht. Herr Timm, da gibt es wohl offenbar Probleme. Wenn Sie gestatten, würde ich den Part für Sie auch übernehmen, weil ich denke, ich kann mir gut vorstellen, was Sie jetzt auch seitens der Veranstalter nochmal sagen wollten. Wenn es in Ordnung ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Dr. Timm, Sie haben das wahrscheinlich schon auch im Vorfeld heute möglicherweise per Mail mitbekommen, hatte noch die aktuelle Information, dass eben aufgrund des aktuell unvorgesehenen Pandemiegeschehens der Kongress der Sozialwirtschaft, der ja bisher noch als Präsenzveranstaltung Ende März, Anfang April in Magdeburg geplant war, jetzt leider verschoben worden muss. Die Veranstalter haben sich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse dazu schweren Herzens leider erneut entscheiden müssen.
Der Kongresstermin, da wird dann auch schriftlich vom Orga-Team noch eine Info, denke ich, folgen, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt für den 22. und 23. September terminiert. Und ja, ich möchte Sie, da darf ich sicherlich auch im Namen des ganzen Kongressteams sprechen, auch einfach heute schon herzlich darum bitten, dass Sie sich diesen Termin, wenn Sie es denn nicht schon getan haben und Ihnen das möglich sein sollte, einfach auch schon vormerken. Und wir hoffen, dass wir uns alle dann endlich wieder auch in Präsenzform beim Kongress der Sozialwirtschaft, den 12. mittlerweile auch dann live und in Farben, vor allem in echt, treffen können. Ich hoffe, das waren jetzt, lieber Herr Timm, wenn Sie das noch hören, auch die wesentlichen Infos, die Sie auch nochmal hier reingeben wollte. Und dann konnten wir das jetzt auch so machen. Okay. In medias res, dann lassen Sie uns, sehr geehrte Damen und Herren, zum Thema von heute kommen. Wie geht innovativ bleiben heute? Sozialwirtschaft auf der Suche nach Spielräumen zwischen Bürokratie und Kostendruck. So lautet der heutige Titel unserer Session. Wir bewegen uns bei diesem vielschichtigen Thema in einem Dreieck aus Innovation, Bürokratie und der gut bekannten Kostenfrage, Kostenthematik. Gestatten Sie da einfach nochmal kurz eine Einordnung. Das sind große Begriffe. Wir verstehen jetzt unter dem doch auch sehr breiten Bürokratiebegriff dann mal zunächst die aus interner Perspektive eben die Organisation und das durch Management umgesetzte Prozess-, Struktur- und Verfahrensthema von Betriebsabläufen jeglicher Art. Und da kommt dann aber auch die externe Perspektive gleich dazu. Diese werden dann wiederum ja normalerweise eben durch Gesetze und Verordnungen eben als Normen regulativ vorgegeben. Der Innovationsbegriff, darunter möchten wir jetzt im Folgenden auch einfach verstehen, die Anpassung und Optimierung von Betriebsabläufen einerseits, sowie aber natürlich auch neue, auf der Produktebene neue Angebote im Bereich beispielsweise von Versorgungsformen, Wohnen, Pflege, Betreuung. Da gibt es natürlich aber auch Schnittmengen. Und abschließend natürlich klar die Kostenthematik. Da geht es natürlich um den meisten ja auch gut bekannten Background, einfach auch der Refinanzierungssystematik des Kerngeschäfts der sozialen Dienstleistungserbringung. Und wir alle im Alltagsgeschäft bewegen uns in diesem Zusammenhang. Das ist natürlich nichts Neues für Sie. Die Auseinandersetzung mit diesen Grundsatzfragen erscheint aber dennoch bisweilen einem wie ein Déjà-vu. Und dennoch, und das ist die erste wesentliche Ausgangsthese für heute, ist dieser Zusammenhang jetzt vielleicht wichtiger denn je. Also ich möchte als Stichwort nur auch die Thematik oder Debatte auch der letzten Monate nennen, auch in der Branche, in der Sozialbranche. Was bedeuten die ja absehbaren und auch schon festgestellten Kosten der Pandemiebewältigung ja, für die öffentlichen Haushalte und damit auch möglicherweise auch für die Sozialbudgets? Zum Thema Innovationen, da ist auch bei uns in der Branche und sicherlich auch in den Verbänden und den Trägern, auch ihren Organisationen in den letzten Jahren auch schon viel geschehen, viel auf die Gleise gesetzt und umgesetzt worden. Sie haben Instrumente und Strukturen in Ihren Organisationen für Innovationsförderung sicherlich auch schon säulenübergreifend umgesetzt. Da ist mittlerweile auch viel Praxis und Erfahrung und Expertise auch da. Da ging es um Haltungsfragen, aber auch um konkrete Steuerungsfragen, wie man sowas auch in Innovationen möglichst in Organisationen umsetzt. Also diese ganze Debatte mit auch Kompetenzvermittlung an Mitarbeitende auf Führungsebene oder Mitarbeiterebene, so mit Social Entrepreneurship, Denken und Handeln etc. Und weiterhin gibt es ziemlich viele innovative Modellprojekte, Land auf, Land ab, mit Blick auf Versorgungsangebote, Versorgungsstrukturen, die leider allzu häufig immer noch mit einer Anschubfinanzierung loslaufen. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber dann, wenn es um die Umsetzung geht, beziehungsweise eine Skalierung, häufig Probleme leider immer noch haben. Und wenn man das mal alles so en general auch sieht, da bleibt irgendwie so bisweilen das Gefühl, dass diese Früchte dieser ganzen Entwicklungen immer irgendwie noch zu keinem grundlegenden Wandel, sage ich mal, was dieses Thema Innovationsförderung und Rahmenbedingungen, so an der Schnittstelle zwischen dem Staat, den Verbänden, aber auch den Trägern geführt hat. Und 2030 als demografischer Kipppunkt kommt nah mit all dem, was da auch verbunden ist mit Auswirkungen auf die Sozialsysteme und gleichzeitig steigt die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen. Es braucht soziale Innovation. Und um dieses Sozialsystem, das uns alle sozusagen die Basis ist, zukunftsfest zu machen, braucht es eben
Spielräume für Innovation. Und das ist eine weitere Ausgangsthese für die weitere Diskussion. Mit Verwaltungsrecht allein werden wir das nicht schaffen. Und ganz im Sinne auch des diesjährigen Kongresstitels, des nunmehr leider verschobenen Kongresses auf September, wir hatten es ja gerade davon, Verantwortung wahrnehmen, Resilienz, Wettbewerb, Nachhaltigkeit, wollen wir gemeinsam heute nochmal in der Runde eben Anhaltspunkte zu diesem Thema sammeln, zuspitzen und auch unter diesen Gesichtspunkten einfach nochmal diskutieren. Uns ist bewusst seitens der Organisatoren, dass jedes dieser einzelnen Themen und Stichworte mindestens einen eigenständigen Kongress wert ist, um sozusagen die Facetten in der Breite auch zu diskutieren. Ich denke, das ist uns allen klar. Und das können wir heute natürlich nicht leisten. Aber die Idee ist daher eben auch bewusst, dass wir nochmal auf dieser übergeordneten Zusammenhangsebene miteinander in Austausch kommen und vielleicht auch die Frage stellen, das gestatten Sie mir als auch für die Unternehmenskommunikation Zuständigen, die Frage vielleicht auch mit reinzubringen, haben wir eigentlich die richtigen Botschaften auch gegenüber der Politik und auch den Verwaltungen bei all diesen Themen? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Punkt. So viel vielleicht einfach kurz zur inhaltlichen Auffächerung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, steigen wir dann auch gleich in den weiteren Ablauf ein. Ich freue mich nun sehr, Ihnen Herrn Björn Nessler vorstellen und ankündigen zu dürfen mit seinem Praxisimpuls. Björn, kurze Vorstellung. Du bist nicht nur ebenfalls ein hochgeschätzter Kollege im Orga-Team des Kongresses, du bist in allererster Linie mal Vorstand bei der Diakonie Gütersloh, Geschäftsführer dort auch in verschiedenen Funktionen bei angeschlossenen Gesellschaften und das schon seit über 10 Jahren. Du bist von Haus aus Diplomkaufmann mit verschiedenen Zusatzausbildungen im Bereich Organisationsentwicklung, auch spannend ja für unseren Kontext, aber auch Supervision und Coaching. Bevor du bei der Diakonie Gütersloh eingestiegen bist, hattest du auch verschiedene andere Leitungspositionen im diakonischen Bereich inne, warst als freier Consultant unterwegs und du bist auch heute löblicherweise immer noch im Bereich auch der Bildung und Ausbildung tätig. Du hast Lehraufträge auch an Hochschulen als Lehrbeauftragter und kommst quasi auch direkt aus der Uni von einem Lehrauftrag zu uns in unsere Mitte bei dieser Session. Ganz herzlichen Dank und so viel von meiner Seite, lieber Björn. Ich übergebe jetzt gerne an dich für deinen Impuls. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Uli. Hallo. Wie vorgestellt, mein Name ist Björn Nessler. Nee, ich hatte gerade keinen Lehrauftrag. Die Armen mussten gerade Klausur schreiben und waren so gar nicht glücklich. Ich will hoffen, dass sie nicht genauso böse gleich gucken wie die anderen Leute, die mich 2 Stunden aushalten mussten, als sie die Zettel ausgefüllt haben. Wir fangen mal an. Das ist jetzt ein relativ weites Thema. Wir springen hoch auf so eine Art Metaebene und versuchen dann so langsam hinterher auch in den Gesprächen runterzubrechen. Hey, was hat das eigentlich konkret zu tun? Schön fände ich, wenn wir in der Diskussion hinterher nicht in ein Wohlfahrtsgestöhne abdriften würden, wie es uns hin und wieder passiert, was auch mit Sicherheit ganz gut tut, vor allem gerade bei dem Corona-Blues, den viele verspüren, ich auch, sondern wenn wir eher darüber nachdenken könnten, Mensch, wie kann man diese Bürokratiewelle eigentlich reiten? Ne? Also wir werden sie nicht wegdiskutieren können, sie wird da bleiben müssen, der Staat muss ja verlässlich sein, aber wie reagieren wir als Organisation eigentlich auf die Bürokratie und wer von Ihnen hat tolle Beispiele, wie man trotz Bürokratie innovativ sein konnte, neue Dienstleistungen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter oder für die Organisation allgemein zur Verfügung stellen konnte. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, das funktioniert alles. Bestens. So ist da, ne? Okay, die Frage ist, wie geht innovativ bleiben heute? Die Frage ist, waren wir früher schon innovativ? Ich glaube, da habe ich gleich eine Antwort drauf und die heißt ja. Und Sozialwirtschaft auf der Suche nach Spielräumen zwischen Bürokratie und Kostendruck. Und ich finde, soziale Dienstleistungen sind ein Lohnesinvest für diese Gesellschaft. Wenn man einmal hier sich dieses Bild anguckt, auf der linken Seite die Einordnung der Sozialwissenschaft von Bürokratie auf der rechten Seite, das kurze Ding von Innovation, guckt man allerdings in den Gabler rein, steht da auch, im Moment gibt es noch keine richtige Definition von Innovation, weil alle Leute was Unterschiedliches darunter verstehen. Was ich aber ganz interessant bei der Bürokratie finde, ist eine festgelegte Autoritätshierarchie. Also wen sprechen wir an?
Da ist bei uns ein Beispiel, wir haben mal versucht, unsere Hierarchien zu ändern und die waren nicht mehr konform mit dem Kreis und mit den Städten. Das hat unheimlich lange gedauert, bis sie akzeptiert haben, dass sie nicht mit dem Vorstand und den Bereichsleitungen reden, sondern mit den Menschen, die wirklich Ahnung haben. Also dieses bürokratische System ist natürlich auch sehr ausharrend und versucht, sich zu erhalten. Wir haben das jetzt 6 Jahre versucht und jetzt sind wir endlich so weit, dass unsere Mitarbeiter akzeptiert werden, egal auf welcher Hierarchiestufe sie sind. Ein festes System vertikaler Kommunikationslinien. Ich denke, das war das Problem mit den Dienstwegen. Geregelter Arbeitsalltag, die auf Spezialisierung beruht. Ein System von Regeln, Richtlinien, die die Rechte und Pflichten aller Organisationsmitglieder festlegen. Und wenn wir jetzt mal an ESF-Mittel denken und sowas, da geraten wir natürlich ganz extrem in die Regeln und Richtlinien rein. Wir hatten zuletzt ein Projekt über 14.000 Euro. Und in der Prüfung mussten wir 14 Kilo Papier darüber schicken, die geprüft worden sind. Und hinterher mussten wir dann 8 Euro zurückzahlen. Darauf haben wir uns entschlossen, an solchen Projekten nicht mehr teilzunehmen, weil das ist so Schildbürgertum, ne? Und ein System von genau definierten Verfahrensweisen für die Erfüllung der Aufgaben. Das ist natürlich schwer. Wie definiere ich etwas, was ich noch nicht weiß, wie es funktioniert? Also wenn es eine Innovation ist, die wirklich sehr, sehr neu ist, und es kommt in dieses System rein. Und darauf kommen wir gleich noch ein bisschen stärker zu sprechen. Und dann die Innovation als geplante, kontrollierte Veränderung, Neuerung in einem sozialen System durch Anwendung neuer Ideen und Techniken. Also es können bestehende Sachen sein, es kann was ganz Neues sein, es kann die Organisation sein, es können die Prozesse sein oder für die Kunden. Das Bild hier unten, finde ich, das verdeutlicht das ganz doll. Es gibt ganz viele Menschen, die sich dann dieses Neue ganz genau angucken und dann sitzt man da so ein bisschen ängstlich und denkt, boah, also die sprechen über Kostenreduktion auf Trägerseite, aber sitzen bei der Verhandlung wirklich zu 8 da und wir nur zu 2. Und ich denke, das kennt jeder von Ihnen, wie auf kommunaler Seite Personalintensivität teilweise vorhanden ist und auf Trägerseite ja 1 oder 2 Leute, weil die anderen arbeiten ja woanders, nur die Bürokratie arbeitet halt in diesem Bereich. Also die machen ja auch nur ihren Job. Worauf wollen wir heute eingehen? Also soziale Dienstleistungen sind nicht als Kostenfaktor, sondern als lohnendes Investment in die Gesellschaft zu betrachten. Und dann zweiter Punkt, die Spielräume für Innovationen sind durch ein Dickicht rechtlicher Vorgaben und verschiedener Rechtskreise verengt, die in der Praxis zusammenwirken. Und durch eigene Effizienzprobleme, ich glaube, wir können uns da nicht rausnehmen, wir sind da auch ziemlich gut drin, in der Dienstleistungserbringung und im Blick auf interne Strukturen, Prozesse und Verfahren kann Innovation verhindert werden. Es gibt ja auch tolle Ideen bei uns, und wo unsere Mitarbeiter sagen, was, ich würde ja mal gerne bis zu so einem ESF-Projekt vorkommen, aber ich schaffe es einfach nicht am Vorstand vorbei oder an der Bereichsleitung oder an meinen Kollegen oder an der Buchhaltung oder der Personalabteilung. Und ich kriege noch nicht mal einen Computer hier oder irgendwie sowas, ne? Und die Kombination aus interner und externer Bürokratie erschwert Innovation. Und dann habe ich noch einen 5. Punkt. Da geht es halt darum, hey, wie wandeln wir das denn positiv um? Kann man vielleicht den Kontext ein bisschen ändern? Soziale Dienstleistungen sind ein lohnendes Investment in die Gesellschaft. Gleichberechtigung, Inklusion, Teilhabe, Beschäftigung, das sind alles Sachen, die sind durch uns in der Form, wie wir sie jetzt gerade leben, erst möglich. Ich habe gerade in den Nachrichten gesehen, Mensch, da sind ja nur Männer. Ja, wir haben tatsächlich auch versucht, Frauen zu kriegen, aber irgendwie sind wir dann doch ja auf der reinen Männerseite geblieben. Es tut uns leid, wenn Sie gleich Ideen haben, wie bewegt man auch noch ja, das andere Geschlecht hier mitzumachen. Vielleicht haben wir auch viele Teilnehmer, wenn die Lust haben, mitzudiskutieren. Also uns tut es leid, aber wir haben leider keine andere Lösung gehabt außer uns. Also die Sozialwirtschaft in Zahlen. Wir sind insgesamt 248.808 Unternehmen. Das ist das hier unten. Das heißt, wir sind so na, die 4 meisten Unternehmen. Wir haben aber 5.524.472 Beschäftigte alleine im Gesundheits- und Sozialwesen. Und wir machen 19,2% der Bruttowertschöpfung aus. Und ich wollte schon immer mal so viele Nullen schreiben. Das sind 372 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung macht alleine das Gesundheitswesen. Das heißt, das ist hier kein Kostenfaktor, sondern es ist ein Riesenarbeitgeber, der vor allem dieser Gesellschaft ermöglicht, viele Aufgaben nachzugehen, die sie sonst nicht nachgehen könnte. Und das ist halt so eine Frage, ne? Was würde passieren, wenn soziale Dienstleistungen nicht angeboten werden und welche Möglichkeiten schaffen soziale Dienstleistungen? Wenn wir Neues entwickeln, gehen wir immer auf Lebensthemen und Lebensphasen. Das ist so unser Modell, wenn wir gucken, wo wollen wir eigentlich neue Dienstleistungen entwickeln. Und
In den letzten Jahren, wenn wir Workshops gemacht haben, jetzt in Corona ein bisschen weniger, weil dieses Online-Workshoppen hasse ich wie die Pest, das nimmt uns aber unheimlich viel Innovation. Ich hoffe, es wird weniger jetzt an Corona, sodass wir wieder die Möglichkeit haben. Und wenn nicht, muss ich über meine eigene innere bürokratische Hürde springen und sagen, nee, Menschen online zu begegnen, ist auch schön. Aber sonst gehen wir hin und sagen, okay, komm, von früh bis spät, welche Themen haben wir, wo finden Wechsel statt? Und jetzt haben wir immer mehr, dass auch mittleres Erwachsenenalter oder höheres Erwachsenenalter haben wir auf einmal wieder den Berufseinstieg, wir haben Weiterbildung, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben die Familiengründung auch nochmal mit 45. Also Sachen, die in der Vergangenheit nicht da waren. Aber wenn wir uns das genau angucken, die Dienstleistung der Sozialwirtschaft findet in allen Lebensthemen und vor allem in allen Übergängen statt. Und wenn das nicht passieren würde, jetzt stellen Sie sich mal vor, und wir sehen ja gerade, was passiert mit Corona, die Welle kommt, die Kindergärten schließen. In dem Moment muss zumindest ein Elternteil zu Hause bleiben. Wenn sie alle schön in Quarantäne dürfen, so wie wir zuletzt, dann sind wir alle schön zu Hause, ist auch schön. Aber Arbeit findet nicht mehr statt. Das Gleiche haben wir, wenn wir ans Ende des Lebens gehen und die Gesellschaft hat sich verändert. Das heißt, Berufstätige haben jetzt pflegebedürftige Eltern und manchmal noch Kinder. Arbeit wäre gar nicht möglich, wenn wir keine Kitas, keine ambulante Kinder- und Jugendhilfe, wenn wir keine Pflegedienste, wenn wir kein ambulant betreutes Wohnen für welche Bereiche auch immer hätten. Das heißt, die Sozialwirtschaft ist ein Ermöglicher und kein Kostenfaktor. So würde ich es sehen. Und ich glaube, wir müssen das auch ja viel stärker vor uns hertragen, dass wir sagen, hey, ohne uns wären viele Sachen überhaupt nicht möglich, die wir jetzt als selbstverständlich sehen, weil durch unsere Beratungsstellen, durch unsere Dienste, durch die Krankenhäuser und andere Dinge machen wir euch das Leben viel, viel einfacher. Und ich glaube, wir sollten dann lieber Geld in diese Branche investieren als, also ich will jetzt keinen Vergleich machen, aber es gibt bestimmt andere Branchen, wo man sagen kann, Mensch, warum sind die denn systemrelevanter? Wenn wir jetzt mal einen Hörspringen nochmal, die Banken übrigens, die sind überall immer ganz unten. Aber sie sind besonders wichtig und wir werden als Kostenfaktor gesehen. So, und dann gucken wir mal, wenn wir so wichtig sind und wir ärgern uns ja permanent über die Bürokratie, der Vorteil, das tut jeder, ne? Also jedes Unternehmen muss sich irgendwie mit dem Bauamt rumschlagen und man fragt sich dann schon, ja, der Sinn, warum will ich ein Krankenhaus bauen, warum will ich ein Altenheim bauen, warum will ich eine WG bauen oder was auch immer, wenn ich dann auf einmal noch in den Gestaltungsbeirat der Stadt muss und die mit mir darüber diskutieren wollen, dass eine Betonwand, also eine Sichtbetonwand, doch ein schönes Gestaltungselement wäre, frage ich mich, was hat das jetzt gerade mit meiner Arbeit zu tun, warum macht ihr das? Und in anderen Bereichen haben wir das noch viel, viel stärker. Und ja, für manche Vorhaben, ist diese wachstumsbehindernde Bürokratie einfach zu schwer. Wir haben tolle Ideen, die einfach umzusetzen wären, aber wenn man das dann erstmal in den politischen Gremien durchkriegen muss, damit die Stadt das hinterher in ihren Haushalt reinbekommt, hat man schon ein echtes Problem. Und das finde ich ist so ein bisschen die dunkle Macht der Bürokratie, aber damit ja auch der Demokratie eigentlich. Das heißt, die Hauptfrage ist dann, wie können wir das System um jeden Preis erhalten? Boah, bitte bloß keine Veränderung. Es findet aber nicht nur außerhalb von unseren Organisationen statt, sondern auch schon bei Kleinigkeiten in. Und die gute Seite der Macht sozusagen, wie können wir Veränderungen ermöglichen, das finde ich, gibt es auch in der Bürokratie. Und das merke ich hier bei uns jetzt so in Ostwestfalen mit den Städten, mit denen ich zu tun habe häufig, dass da zwar ein Widerstand ist, aber der ist konstruktiv und in offener Form. Und es geht eigentlich darum, wie können wir die Idee umformen, die ihr habt, damit wir die auch in unser System reinkriegen? Weil sie sind ja nun mal in diesen Rechtsnormen eingepackt. Gucken Sie sich mal an, wenn Sie einen 18-jährigen Wohnungslosen haben. Ja, ist da die Jugendhilfe zuständig? Ist der andere Bereich dafür zuständig? Und dann müssen Sie auf einmal gucken, wie kriegen Sie die Stadt und den Kreis überredet, dass Sie so ein Projekt machen können. Und alle halten es für total sinnvoll, aber merken, oh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen geben das hier in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Gütersloh nicht ganz her. Aber man hat die Möglichkeit hier zumindest, dass man konstruktives bürokratisches Handeln wahrnimmt und dadurch dann viele Möglichkeiten sich ergeben. Und da sind wir dann auf der zwischenmenschlichen Ebene, wo man halt sagen muss, okay, Recht kann man unterschiedlich auslegen. Und in erster Linie sind die Kommunen und auch wir als Wohlfahrtsverbände dafür da, ja, Leben hier in der Region zu ermöglichen, in den unterschiedlichen Lebensthemen, in den unterschiedlichen Übergängen.
So, und die Spielräume für Innovationen sind durch ein Dickicht rechtlicher Vorgaben und verschiedener Rechtskreise verengt, die in der Praxis zusammenwirken. Also jetzt keine Angst, ich bin zum Glück nicht Jurist, das heißt, ich werde darüber nicht sprechen, sondern welche Arten von Bürokratie ermöglichen oder verhindern eigentlich die Innovation? Und da muss ich mir immer bewusst machen, Mensch, der Staat hat eine komplett andere Aufgabe, als wir als Wohlfahrtsverband das haben. Und wenn wir uns mal die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Wandels angucken, von der Natur bis hin zu Moden und Produkten, Zeitgeist und Märkte, Konjunktur und Ökonomie, können wir ja froh sein, wenn wir es mit einem Staat zu tun haben, der sagt, wir machen für euch die Sachen verlässlich. Wir nehmen jetzt mal die schlimme Seite der Bürokratie eben raus, dass wir, also ich kenne noch einer, den Asterix und Obelix-Film, wo die dann hinterher dieses Plakat abholen, diesen Zettel abholen mussten, hinterher durchgedreht sind und das Ding zerstört haben. So weit, glaube ich, sind wir nicht, zumindest eben hier in der Region nicht wahr. Aber es ist ja, es muss für Sicherheit gesorgt werden. Und auf der anderen Seite sind wir Wohlfahrtsverbände, die ja wirklich am Puls der Zeit sind, die schon ganz früh als ja, Seismografen unterwegs sind. Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie verändern sich Familiensysteme, Pflegesysteme oder was auch immer? Und dann treffen wir aufeinander und fangen an zu diskutieren. Und höchstwahrscheinlich liegen da sogar zwei Entwicklungsebenen zwischen. Und da muss man immer gucken, okay, wie kriegen wir denn das jetzt hin? Aus eurem Rechtsrahmen kommt der leider nicht raus, aber habt ihr Möglichkeiten, das Ganze zu machen? Und da sind wir noch gar nicht bei den Kosten, die da entstehen, weil die Transaktionskosten für die Anbahnung von neuen Projekten, finde ich, in der Sozialwirtschaft erschreckend hoch. Das heißt, wir müssen in politischen Gremien, ne, schlimmstenfalls sollen wir auch noch rumforschen, wo man denkt, okay, also wie machen wir das denn jetzt bei der kleinen Einheit, die wir hier in Gütersloh in dem Quartier nur haben, weil irgendeiner hinterher sagen will, wir wollen das evidenzbasiert machen. Also es sind ja alles so Sachen, wo wir häufig darüber nachdenken müssen, lohnt sich dann unsere Tätigkeit eigentlich da noch, weil wir genau wissen, eine Anschlussförderung gibt es nicht, aber wir wissen, das ist unheimlich nötig. Aber hier nochmal, wenn unterschiedliche Wandelgeschwindigkeiten da sind, kann das schon zu Konflikten führen. Und wie findet das häufig statt? Das finde ich, also das ärgert mich immer so richtig bei unseren schönen Fördertöpfen, die wir angehen. Wir haben die Variation, Selektion und Retention. Variation ist, wir haben alle Ideen dazu, wie kann man ein Quartier am Leben erhalten zum Beispiel. So, und dann fangen wir an, uns bei welcher Stiftung und bei welchem Programm auch immer zu bewerben. Und die sagen, okay, ihr fünf seid da total interessant. Und wir sagen, das ist eine tolle Idee. Dann steht da immer noch der gute Satz drin, ihr sollt das so gestalten, dass es hinterher weitergeführt werden kann. Das Faszinierende ist nur, wir verhandeln mit einem Kostenträger, der irgendwie Geld hat, aber unser Nachfrager ist nicht der Kostenträger, sondern unser Kunde ist der Bedürftige in vielen Fällen, der sich unsere Dienstleistung definitiv nicht leisten kann, weil es einfach viel zu personalintensiv ist, als dass man sagen könnte, diese 1-zu-1-Betreuung kann ich mir jetzt zum Beispiel als arbeitsloser Mensch wirklich leisten. Sinnvoll ist es trotzdem, weil ich vielleicht hinterher wieder in Arbeit komme. So, dann werden die Projekte ausgewählt und dann hat man ein ganz tolles Projekt. Die Projekte finden an ganz vielen Stellen in Deutschland statt, alle ganz unterschiedlich. Und dann wird gesagt, ah, das eine Projekt fördern wir weiter, alle anderen sind weg. So, wir haben aber keine Skalierung, weil wir sind ja alle unterschiedliche Träger und Mercedes würde ja auch sein Autogeheimnis nicht preisgeben oder Tesla und damit bleibt das in der Region. Die Region wird aber nicht von Süden bis nach Norden hin diese Dienstleistung anbieten. Wir hatten ein ganz tolles Projekt mit jemandem aus Frankfurt zusammen, der hat Laufen mit Arbeitslosen gemacht. Wir haben daraus Laufen mit Flüchtlingen gemacht, das war noch vor der Corona-Krise. Und es wurde eine Zeit gefördert und danach war das nicht mehr da. Und dann mussten wir gucken, kriegen wir das irgendwie mit Ehrenamtlichen hin. Und das war eine ganz andere Art, Sprache zu lernen, in der Region anzukommen, die Stadt anders kennenzulernen. Nach 2 Jahren war das Projekt tot, weil wir hatten keine Ehrenamtlichen mehr. Gefördert wurde es auch nicht. Und jedes Mal Stiftungsanträge zu stellen, hat sich letztendlich auch nicht gelohnt. Und das ist das, wo ich denke, vielleicht könnte man da anders zusammenarbeiten. Oder wenn solche Sachen kommen wie der MDK und die Heimaufsicht, die Berufsgenossenschaft und andere Prüfungsinstitutionen gucken sich mal wieder unsere Heime an und wir denken, wieso kommen denn im Jahr davon 8? Wenn dann noch die Lohnsteueraußenprüfung kommt und andere Dinger, kann man ja fast einen Mitarbeiter mittlerweile abstellen für die Prüfung, weil nach der Selektion kommt ja häufig die Prüfung auch noch von den Fördermitteln. Und ich stehe da häufig vor und denke, das sind solche Top-Kosten, warum soll ich diese Fördermittel eigentlich noch beantragen? So, und dann sind wir bei den eigenen Problemen. Und das, denke ich, ist halt häufig durch eigene Strukturen, Prozesse und Verfahren und wie wir oben gesehen haben,
ist das so ein bisschen der Punkt, der macht ja unsere eigene Bürokratie aus. Ne? Und wie fördert oder behindert die unternehmensinterne Bürokratie die Innovation? Jetzt werden viele sagen, ja, das stimmt, das sollten doch jetzt endlich mal die Kommunen ändern, aber auf die haben wir begrenzt Einfluss. Wir können natürlich in die Politik gehen, dann wird uns wieder vorgeworfen, irgendwie das Kartell unterm Kreuz, weil wir alle im Sozialausschuss sitzen oder irgendwie sowas. Aber letztendlich muss ja die Kommune sich selber reorganisieren. Aber höchstwahrscheinlich wir Wohlfahrtsverbände auch. Und da finde ich die Ambidextrie ein ganz schönes Modell, dass wir auf der einen Seite die Exploitation und auf der anderen Seite die Exploration haben. Also wir nutzen das vorhandene, traditionell und bewährtes Geschäft. Und wenn wir mal so in unser Portfolio reingucken, meistens sind die Cash-Cows, die wir haben, auch wirklich unsere Einrichtungen, die wir schon sehr lange haben. Stationäre Pflege, Eingliederungshilfe, ambulant betreutes Wohnen, wo Innovation in kleinen Summen stattfindet, aber nicht groß. Und das ein fester Bestandteil der staatlichen Leistung ist. Und das ist letztendlich das, was uns auch ein bisschen die Freiheit vielleicht irgendwann verschafft, Neues zu denken. Und da sind wir bei der Exploration, der Suche nach dem Neuen, das Experimentieren, ne? Großdenken, schnell scheitern und danach besser werden. Ja, funktioniert häufig an irgendwelchen Produkten, hier so wie meine Maus. Ne? Da kann ich dran rumbasteln, ohne jemandem weh zu tun. Versuche ich das aber bei einem 8a-Fall, also bei einer Kindswohlgefährdung, muss ich mir gut überlegen, was ich da mache. Ich glaube, wir sind halt in einem Hochrisikobereich auch teilweise unterwegs, wo man gut überlegen muss, was machen wir denn alles Neues. Und Selbstorganisation innerhalb von flacher Hierarchien, damit wir schneller sind. Und auf der anderen Seite aber die bestehenden Hierarchien, die dafür sorgen, dass wir bestehen bleiben. So, und dann habe ich ja häufig die Vermutung, dass unsere eigene Bürokratie auf die Bürokratie der Kommunen trifft. Und dann ist der Streit darum, welche Bürokratie ist denn jetzt gerade besser und nicht, wie kommen wir denn hier aufeinander. Bei dem Thema Digitalisierung wird man dann immer Angst und Bange. Also wenn es darum geht, Kreativität, etwas Neues schaffen, wir sagen, super Idee, wir machen jetzt mit den Städten was, ne? Und wir tauschen jetzt ab sofort unsere, nee, wir bleiben mal in der Pflege. Wir machen mal ambulante Pflege und der Prozess der Handzeichen. Also wie rechnen wir in der ambulanten Pflege ab? Ne? Und dann haben wir eine tolle Idee, Mensch, digital müsste das doch gehen. Ne? Dann sagen wir Umwandlung von Geld in Wissen. Wie könnten wir denn das Ganze machen? Und jetzt wollen wir irgendwann hingehen und sagen, Umwandlung von Wissen in Geld. Wenn wir das durchdacht haben, stehen wir in der Sozialwirtschaft häufig davor und sagen, naja, Geld wollen die uns ja eigentlich nicht mehr geben. Das andere kann aber auch sein, wir sparen Kosten und haben dadurch mehr Geld. Und hier ist unten so eine ganz kleine Grafik, das ist so eine Vernetzung. Und da freue ich mich gleich schon auf die Diskussion, die gleich im Anschluss ist, weil ich glaube, wenn wir an die Bürokratie ran wollen und Neues oder Bestehendes anders machen möchten, dann funktioniert das nur, wenn wir mit den Institutionen enger zusammenarbeiten, die uns beaufsichtigen, die uns bezahlen, die uns aber auch irgendwie unterstützen und für die wir gleichzeitig auch die Dienstleistungen erbringen, weil wir das im Auftrag für sie, für ihre Kunden tun. Und bei der Innovation ist es häufig so, wir fordern kreatives Chaos. Das oberste Bild heißt, ja, Chaos haben wir, aber wo bleibt jetzt die Kreativität? Und dann kommt irgendwann mal jemand in ihr Büro und sagt, boah, jetzt gebe ich Ihnen genau eine Stunde Zeit und will ich eine echte Innovation sehen. Also denken Sie gefälligst effizienter. Da ist ja die Bürokratie schon wieder in der Innovation drin. Nur die Frage ist, haben wir überhaupt solche Hubs und Forschungsgebiete, wo wir das machen können? Und die Kommunikation aus beiden, da wird es dann ganz spannend. Und das ist das, glaube ich, wo wir jetzt an so einer Bifurkation sind. Also, wir fangen mal an bei der Innovation. Uns fällt gerade was Neues ein. Ne? Wir haben irgendeinen Arbeitsbereich. Da sind alle total begeistert. Wir haben einen einfachen Start. Wir finden auch Leute, die sagen in der Stadt, das ist eine ganz tolle Idee oder beim Ministerium oder wo auch immer. Dann bauen wir das so langsam aus. Dann fangen wir so langsam an, Routinen aufzubauen, weil das wird ja regelmäßiger. Wir bekommen mehr Kunden, haben mehr Mitarbeiter, sagen dann, jetzt müssen wir aber so langsam auf Effizienz gehen, weil diejenigen sagen, hey, das Ganze muss sich auch rechnen. Und dann kommen wir meistens in so eine Seinskrise. Ja, also Mitarbeiter von mir sagen dann, ja, aber wir machen es doch nicht für Geld, aber letztendlich kriegen sie ja auch ihr Gehalt und das muss ja wenigstens reinkommen. Dann gehen wir in die Krisenbewältigung, in die Neuerung und dann kommt der kritische Umschaltpunkt. Und dann gibt es das Ding, da treffen die Bürokratien und die unterschiedlichen Verständnisse aufeinander und das wird, glaube ich, nach Corona ein ganz, ganz starker Punkt sein, weil gucken wir uns mal die Testzentren an, die wir hatten. Da haben alle gesagt, super,
Jetzt laufen die endlich und dann wurden sie wieder weggenommen. Ne? Diese einfachen Testzentren, wieso konnten die denn da betrügen? Da muss man doch viel, viel mehr nachweisen. Da hat die Politik richtig einen drüber gekriegt und schwupps waren wir in einem alten Spiel drin und wir sagen wieder die Bürokratie wie immer und in dem Moment verschwinden auf einmal die Testzentren. Und das, glaube ich, haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben aber auch viele Bereiche, wo man dann weiterspringt und sagt, ja, wir versuchen es nochmal anders. Wie kriegen wir das denn überhaupt hin? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch gucken können, die Transaktionskosten, also diese ganzen Abstimmungskosten, die uns das so teuer macht, deswegen auch teilweise bei uns die Verwaltungen so teuer sind, als auch bei den anderen. Wie kann man da vernünftig aufeinander gehen? Wie kann man das vielleicht digitaler abgleichen? Nur dann muss man miteinander sprechen. Und das ist halt der Perspektivwechsel, wo ich denke, wie können wir die Bürokratiewelle innovativ reiten? Ne? Und wenn es nicht funktioniert, vielleicht muss man dann auch mal wieder zurück ins Line-Up, also das da hinter den Wellen, wo die aufhören zu brechen und sich überlegen, welche will ich denn jetzt reiten? Weil hin und wieder habe ich auch das Gefühl, dass wir als Wohlfahrtsverbände an vielen, vielen Sachen festhalten, die uns unheimlich unglücklich machen, wo man auch sagen könnte, warum machen wir das eigentlich noch? Und so haben wir häufig Diskussionen mit Städten und dann funktioniert es auf einmal, wenn man sagt, wisst ihr was, wir stellen das ein. Wenn dann nicht der nächste Träger um die Ecke kommt und sagt, ich habe aber noch Bereiche, die sind schlechter finanziert als dieser, also gehe ich mit 20% Eigenanteil rein und nicht mehr mit 30. Und ich glaube, das ist ein anderes Problem, was unsere Branche hat. Wir kannibalisieren uns teilweise selber, weil manche noch schlechter finanzierte Arbeitsbereiche haben als der nächste. Und dafür finde ich, so Arbeitstreffen auf einer Ebene gut und sozialpolitisch, wo man darauf einwirken müsste, dass man da gleiche Gehälter für Sozialarbeiter, gleiche Gehälter für Pflegekräfte würde sich schon irgendwie lohnen, weil dann könnten wir in einen Wettbewerb um Produkte und Dienstleistungen gehen und nicht um die Billigmeierei. Ne? Und von daher, wie unten rechts das Bild, Bürokratie kann das eine und das andere sein, genauso wie die Innovation. Und die Frage ist halt, bei vielen Projekten, die wir eingehen, die dann sterben, sind Projektanträge und Innovationen in der Sozialwirtschaft teilweise sowas wie Lotto spielen, weil wir einfach gar keinen Einfluss darauf haben, welche Sachen dann auch hinterher wirklich als Dienstleistung akzeptiert werden. Ich glaube, interne Prozesse ist ein anderes Thema, aber bei den externen Prozessen fehlt mir manchmal die Fantasie, wonach die Entscheidungen getroffen werden. Okay. Vielen Dank, Björn, für den tollen Input. Ich darf dich bitten, die Bildschirmteilung vielleicht auch wieder zu aktivieren. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war jetzt ein ziemlich spannender, pointierter Aufschlag, auch jetzt für den zweiten Teil. Ich kann mir vorstellen, da sind jetzt auch viele Fragen und auch Kommentare, die Ihnen auch jetzt mit dieser Anregung auch sozusagen, die da entstanden sind. Ich würde Sie bitten, die jetzt einfach für den Moment auch einfach nochmal in den Themenspeicher aufzunehmen, nachher für die offene Diskussion und für den weiteren Ablauf. Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, Sie kennen das vielleicht, das Fishbowl-Format, das wir jetzt versuchen, das mal im virtuellen Raum sozusagen auch hier jetzt umzusetzen. Das heißt, wir würden jetzt zunächst nach diesem Input von Björn Nessler noch mit einer erweiterten Runde zunächst im kleinen Kreis das Thema weiter diskutieren und zwar mit Herrn Dr. Nachbauer von der Stiftung Liebenau und mit Herrn Ralf Köhnlein von der BGW. Wir würden das jetzt dann auch einfach noch mal ein bisschen zirkulieren, die Themen und Thesen, die der Herr Nessler angeregt hat und eingebracht hat, um dann sozusagen nach einer Viertelstunde, je nachdem, wie wir da auch dann auch miteinander in der Diskussion sind, dann auch zu öffnen, die Diskussion und dann natürlich auch noch Sie abzuholen und einzubinden, Ihre Fragen an die Referenten, Ihre Anregungen oder auch Kommentierungen oder auch Botschaften nach vorne dann auch mit in die Diskussion auch zu bringen, sodass wir dann in den Prozess kommen. Das wäre dann jetzt der Vorschlag. Und Herr Köhnlein, Herr Nachbauer, dann würde ich Sie beide eben auch bitten, jetzt dann auch die Mikrofone zu aktivieren, dass wir jetzt dann auch direkt dann weiter miteinander diskutieren können. Alle anderen würde ich weiterhin sehr gerne bitten, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie die Mikros weiter deaktiviert lassen, dass wir jetzt so auch hier dann gut einsteigen können. Ja, gerne, wenn Sie damit einverstanden sind, möchte ich Ihnen jetzt die beiden Herren, die jetzt noch an Bord kommen auf unser virtuelles Panel, auch noch mal kurz vorstellen. Ich würde gerne Herr Dr. Nachbauer mit Ihnen einsteigen. Herr Nachbauer, Sie sind seit 2005 im Vorstand der Stiftung Liebenau mit Hauptsitz am Schönbodensee, wo auch ich von gleicher Stelle auch gerade zugeschaltet bin.
mit Ihnen allen dabei, bereits aber seit 1995 auch Mitglied der Stiftung Liebenau. Und Sie beschäftigen sich dort natürlich vor allem auch mit vorwiegend mit kaufmännischen Fragen, aber nicht nur, Sie beschäftigen sich auch stark mit Innovationsfragen in ganz verschiedenen Bereichen, also in der Organisation, aber eben auch in zahlreichen externen Netzwerken und Kooperationen, wie beispielsweise dem Netzwerk Song, wo die Stiftung Liebenau ja auch Gründungsmitglied ist, oder dem Brüsseler Kreis, dem Verband WEDISO, dem Deutschen Stiftungsverband, aber natürlich auch innerhalb der Gremien unseres Diözesanen Caritasverbandes. Ganz herzlich willkommen in der Runde, Herr Nachbauer. Schön, dass es bei Ihnen klappt. Und dann freue ich mich ganz besonders, Ihnen noch als dritten Mitdiskutanten jetzt gleich für die Panelrunde auch Herrn Ralf Könlein von der BGW vorstellen zu dürfen. Die BGW, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ja den meisten hier wahrscheinlich auch gut bekannt. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege als gesetzliche Unfallversicherung der nichtstaatlichen Einrichtungen im Gesundheitsdienst. Knapp 9 Millionen Versicherte. Sie stehen für knapp 700.000 Mitgliedsunternehmen bald, wenn ich das richtig von der Zahl habe. Und Sie unterstützen die Betriebe eben auch beim Arbeitsschutz und auch im betrieblichen Gesundheitsschutz. Und lieber Herr Könlein, Sie sind Koordinator für ganz spannend gesundheitspolitische Kooperation bei der BGW und in der Rolle auch einfach enorm gut vernetzt auf der politischen Ebene, aber auch mit Verbänden, mit Kassen, aber auch Trägern. Und bei den Letzteren, bei den Trägern im Sozialbereich immer auch weit über das Daily Business hinaus. Und vor dieser Aufgabe, an dieser Schnittstelle zwischen BGW, Politik mit Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, waren Sie aber auch im Management der BGW unterwegs. Sie waren da über 10 Jahre auch Leiter der Abteilung Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten. Und Sie waren im Tagesgeschäft unterwegs. Und vor dem Hintergrund kann man auch sagen, das Thema wie Innovation, Prävention, aber eben auch, wir hatten es jetzt schon davon, dieses Wirken von Aufsichts- und Prüfinstanzen im Zusammenspiel mit Trägern Ihnen ein Anliegen sind. Und letzteres wohlwissend darum, dass dies bisweilen leider eben auch immer, nicht immer, aber auch bisweilen ein Gegenden Miteinander ist im Alltag. Und schön, dass Sie heute dabei sind und auch hier Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise mit einbringen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir starten direkt mit unserer kleinen Anschlussdiskussionsrunde an Björn Nesslers wunderbaren Vortrag. Herr Dr. Nachbau, darf ich zu Ihnen kommen? Herr Nessler hat gerade am Ende davon gesprochen oder die Fragen in den Raum gestellt, wie müssen wir als Verbände, als Träger oder wie können wir auch die Bürokratiewelle reiten? Ja? Finde ich auch ein spannendes Bild. Die Stiftung Liebenau, das ist eine Besonderheit, ist ja auch in der sozialen Arbeit ja auch länderübergreifend tätig. In Deutschland, neben Deutschland, in Österreich, der Schweiz, Italien, in der Slowakei und Bulgarien. Bei dem Stichwort, lieber Nachbauer, Bürokratie, Regulierung, Spielräume für Innovation, wie ist denn Ihr Eindruck? Wie wird denn diese bürokratische Welle in anderen Ländern geritten? Ja, Herr Dobler, herzlichen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme. Gerne gehe ich darauf ein. Wir sind seit circa 20 Jahren im europäischen Ausland, im Nachbarland, in den Nachbarländern tätig. Wir haben begonnen in Österreich, haben dann auch die Möglichkeit erhalten, in der Schweiz tätig zu sein, Italien, in Slowenien, Slowakei und Bulgarien. Wie sind wir da dazu gekommen? Das ist eigentlich über den Leumund passiert und über das, dass Frankfurt für uns weiter weg ist wie Mailand. Also das hat natürlich mit Regionalbezügen zu tun. Jetzt in dem Zusammenhang stellen wir fest, dass wir, wenn wir über den Tellerrand rausschauen, und das wäre jetzt der Teil der Antwort, ganz viel lernen können. Ja, die Sozialsysteme in Österreich sind so, wie sie sind. In der Schweiz sind sie so, wie sie sind und in Italien. Und wenn wir aber die Fachkräfte, wenn wir die Führungskräfte da zusammenbringen, dann gibt es ganz viel Aha-Effekt. Weil letztendlich wollen wir soziale Dienstleistungen erbringen. Und warum soll jetzt jemand in benachbarten Bregenz, 20 Kilometer von hier, anders begleitet, betreut, versorgt oder die Fürsorge anders aussehen, wie jetzt zum Beispiel hier? Und da können wir eigentlich nur allen raten, einfach diese Möglichkeiten, soweit sie gegeben sind, auch zu nutzen, zu vernetzen,
Wir sehen natürlich, dass die Rollen der Dienstleister völlig unterschiedlich sind. So sind wir einmal mehr in einem planwirtschaftlichen System eingebunden, manchmal mehr in einem marktwirtschaftlich-liberalen System, wie beispielsweise in der Schweiz. Da werden die Dinge ganz anders diskutiert. Das unternehmerische Gepräge beispielsweise einer Altenhebegesellschaft wird völlig anders konstituiert, wie beispielsweise in Österreich. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir sind ja dort auch im Wohlfahrtsverband als karitative Organisation, aber dort gibt es viele kommunale Träger. Und wir haben zum Beispiel ein Haus, ein Pflegehaus in Tirol, und dort werden Pflegebedürftige tatsächlich abgezogen, wenn ein kommunales Haus gegebenenfalls Belegungsprobleme hat. Ja, also das heißt, da gibt es einen Belegungsstopp für unser Haus zugunsten von kommunalen Häusern. Soweit sind wir in Deutschland sicher nicht. Ja, aber einfach, dass man mal sieht, wie das völlig unterschiedlich läuft, ist es sehr, sehr fruchtbar, einfach über Ländergrenzen hinweg diese Erfahrungen auch tatsächlich auszutauschen. Wir machen das im Brüsseler Kreis auch mit Studienreisen, und das bringt die Menschen einfach da näher zusammen, und ich kann es eigentlich nur jedem anraten. Viele Dinge würden jetzt zu weit führen. Wir haben davon sehr profitiert, auch alleine, dass wir auf mehreren Standbeinen stehen. Manchmal läuft es in der Altenhebe Deutschland nicht so gut wie im europäischen Ausland, in den Nachbarländern, und manchmal ist es genau anders. Vielen Dank, Herr Nachbauer. Wir haben vorher zu Beginn auch von Herrn Nessler gehört, soziale Dienstleistungen sind ein lohnendes Investment in die Gesellschaft. Ich glaube, da wird große Einigkeit hier in der Runde auch bestehen. Das ist bei uns natürlich das Arbeitsumfeld, das Alltagsgeschäft, Stichwort Brüsseler Kreis, aber auch die Stiftung Liebenau, haben ja auch wie auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten und auch andere Träger in den letzten Jahren mit den Social Return on Investment Untersuchungen ja auch hier Nachweise über die Wirksamkeit von sozialer Arbeit erarbeitet und dann auch kommuniziert. Vielleicht hier die Anschlussfrage, da ist ja auch die Nahtstelle zu dem Thema Spielräume gewinnen, auch da aber auch die Möglichkeit dazu haben. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Blick auch auf die Kommunikation? Haben wir die richtigen Botschaften, haben wir richtig kommuniziert gegenüber Politik und Verwaltung, was diesen Faktor auch anbelangt? Herr Dobler, ganz wichtige sozialpolitische Fragestellung. Sie hatten das Jahr 2030 auch angesprochen, wo ja auch bestimmte Systeme kippen, also mehr Bezieher wie Einzahler. Ich glaube, wir müssen uns darauf gut vorbereiten. Momentan ist noch relativ viel Geld im System, das wird kippen. Und da ist die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Und wenn man über Soziales spricht, spricht man auch immer über Geld, über Budgets, und sind wir eigentlich nur ein Kostentreiber. Ja, also in vielen Haushaltsdebatten, in Kreistagen kommt dann hinterher die Pressemeldung und der Sozialetat steigt schon wieder. Ja, und steigt schon wieder und steigt überproportional. Und das sind ja Botschaften in die Öffentlichkeit hinein. Und die Kreistagsmitglieder sind vielleicht auch nicht immer so im sozialen Beritt daheim, sodass man eigentlich hier immer von immensen Ausgabepositionen spricht. Und wir haben mit einer SROE-Studie auch mal eine Aufwartung gemacht, vor dem Hintergrund, dass es wirklich, Herr Nessler hat es vorher gesagt, ein lohnendes Investment ist. Ja? Dass also kaum solche Wirkungen wie im sozialen Bereich auch vonstatten gehen. Und die Kreistagsmitglieder, wo wir das dann auch präsentiert haben mit dem Professor, der uns da auch mitgeholfen hat, von XIT in Nürnberg und Hochschule Eichstätt, die waren sehr, sehr angetan, einfach von der regionalökonomischen Wirkung, ja, was also tatsächlich für direkte und indizierte Beschäftigungswirkungen und gerade von aus wieder Nachfragewirkungen ausgehen und dass die Transferleistungen also im System bleiben, ja, und weitestgehend im System bleiben. Das bedeutet, dass wir quasi als Definition die Sozialausgaben tatsächlich alles Investitionen sind in Lebensqualität und in die gesellschaftlichen Systeme und regionalökonomisch enorm wirken. Früher haben die Landräte gesagt oder die Bürgermeister, ich will jetzt nicht unbedingt nochmal ein Haus für Menschen mit Behinderung. Ja, das wäre einfach zu viel. Heute reden wir natürlich über Inklusion und über das, dass es möglichst wohnortnah, dezentral
inklusiv gestaltet wird. Das ist jetzt die inhaltliche Dimension, aber die Kostendimension hat man auch immer wieder diskutiert. So haben wir beispielsweise in Baden-Baden oder in Stuttgart ganz, ganz wenige Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, ja, und viel, viel mehr im ländlichen Bereich. Und das bedeutet, dass da auch immer wieder argumentiert wurde, wenn wir so viel haben, ja, dann haben wir auch viel mehr Ausgaben. Ja, die haben da Sorge davon. Und da haben wir gesehen, Herr Dobler, dass es da ganz, ganz großes Informationsdefizit und Aufklärungsbedürfnisse gibt. Und ich glaube, dass wir da gut angekommen sind, auch wenn wir da alle in der Wohlfahrt ein bisschen zusammenstehen und einfach auch mehr in diesen SROI-Gedanken unterwegs sind als lohnendes Investor, nicht als Kostenfaktor, dann stehen wir auch insgesamt ganz anders da. Und vor allem in der Debatte, wo uns blüht 2030. Wir können das übrigens, biete ich gerne an, da gibt es verschiedene Veröffentlichungen auch von uns. Wir haben da eine Broschüre gemacht, das auch zur Verfügung stellen, dass Sie einfach mal drin blättern können, ja, wie wir das da präsentiert haben. Sehr, sehr gerne. Kam wirklich gut an. Vielen Dank, Herr Nachbauer. Dann kann ich anbieten, hier auch das entsprechend dann auch über die Kongressorganisation auch an den Teilnehmerkreis dann auch, wenn Interesse besteht, dann auch zur Verfügung stellen zu lassen. Ja, vielen Dank. Herr Könlein, da würde ich Sie auch gern an Bord holen. Stichwort Kommunikation und Botschaften aufgrund von Erkenntnissen, die man mit Praxisprojekten hatte. Frau Könlein, die BGW, aber auch Träger, Verbände, wir sind ja in einem ähnlichen regulierten oder im gleichen regulierten Umfeld letzten Endes natürlich unterwegs mit den jeweiligen Aufgaben und Rollen. Und mit dem Stichwort, der Herr Nessler hat es ja vorher auch in seinem Vortrag angesprochen, das Zusammenwirken auch von verschiedenen Institutionen bei Prüfungen im Alltag. Sie haben da ja auch verschiedene Modellprojekte begleitet, beispielsweise auch in Ludwigsburg im Jahr 2015, wo das ja auch genau ein Thema war, wie so dieses Zusammenwirken von Heimaufsicht beispielsweise und heute medizinischem Dienst im Prüfalltag im stationären Altenhilfebereich aussieht. Und die Erkenntnisse da, die sind ja auch, haben für Aufschrei und Aha-Effekte auch gesorgt, lokal und auch darüber hinausgehend, aber wenn man heute guckt, es sind ein paar Jahre vergangen, wir haben immer noch mit ähnlichen Themen zu tun, was diese Überschneidungen anbelangt. Dann kommen noch weitere Rechtskreise und deren Überprüfung hinzu. Was denken Sie, wir haben ja gemeinsam, wir haben keine Erkenntnis, sondern dieses Umsetzungsthema, auch so eine Plattitüde, die man aber an diesem Beispiel immer wieder quasi bemühen kann und muss. Was denken Sie, woran liegt es mit diesem Umsetzungsdefizit, dass wir da immer noch nicht weiter sind? Gerade wenn es eben auch um die Diskussion wie heute um diese Spielräume und Spielräume gewinnen geht. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute diese Einladung bekommen habe oder die BGW die Einladung bekommen hat, um in dieser großen Runde teilzunehmen und zu dem einen oder anderen Punkt dazu vielleicht was rüberzubringen. Ein ganz kleines technisches Problem habe ich. Unsere IT hat es nicht hinbekommen, dass dieser kleine Ton, den Sie wahrscheinlich hören, immer dieses Gepiepse, dass es an diesem Notebook weggeht. Wir haben innerhalb der BGW heute enorm große Probleme damit. Also wenn da bei Ihnen was wäre, dann liegt es sicherlich an meiner Verbindung zu Ihnen. Ich hoffe aber nicht, dass es dann die Antworten dann noch schmälert oder schlechter darstellen lässt, wie Sie vielleicht sie empfinden können. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, ich bin schon lange, lange, lange Jahre in der Unfallversicherung tätig und habe da auch viele Sachen mit begleiten dürfen und begleiten können. Und da kommt mir natürlich noch zugute, dass ich vorher in der anderen Seite war, nämlich bei dem, wenn der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit passiert ist und ich dieses leider mitbekommen habe und dann auch mitbekommen habe, warum sind die Unfälle passiert, nämlich weil vielleicht irgendetwas in dem Arbeitsablauf nicht organisiert war oder von den Maschinen und auch im Verkehrsunfälle mit allem drum und dran. Und daher war ich froh, dass ich an diesen Weg gehen durfte und konnte zu dem Thema Prävention. Und als ich angefangen habe, dann in diesem Thema dann aktiv tätig zu werden, dann wurden mir von den Präventionsleuten, von unseren eigenen Leuten immer gesagt, ach, eine Gefährdungsbeurteilung online, das schaffen wir nicht, dazu ist es viel zu umfangreich. Wir haben es geschafft, jetzt innerhalb der BGW da so eine Online-Version zu packen. Vielleicht nicht in diesem Bereich 100%, wie Sie sie kennen, aber wir gehen ganz nah dran, 80%. Also alles möchte ich damit nicht erklären, aber ich möchte nur sagen, wenn wir immer sagen, wir schaffen das nicht,
dann schaffen wir das nicht. Wenn wir aber sagen, wir gehen mal vielleicht dahin und probieren etwas, auch jetzt wieder zu diesem Aufsichtshandeln, um dann zu sagen zu können, wir haben es probiert, wir sind es angegangen, wir können vielleicht diese Leistung nicht zu 100% erfüllen, aber wir können doch mal den Weg bis zu den 100% packen. Aber wir Deutsche sind, glaube ich, ja immer, wir stehen uns dann selbst im Weg, um zu sagen, ich muss immer alles 100% oder 110% herleiten und abklären können. Das funktioniert nicht. Auch wir bei der BGW, wir werden ja auch kontrolliert. Wir haben ja auch ein Versicherungsamt hinten dran. Auch wir werden kontrolliert. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn die Revision kommt. Aber jetzt zurück zu dem Thema Heimaufsicht und MD oder MDK damals. Als ich dann das begonnen habe, habe ich mal einen Vergleich gemacht, wie Sie wahrscheinlich auch, und habe gefragt, was prüfen die denn eigentlich? Prüfen Sie den Verbraucherschutz? Prüfen Sie den Mitarbeiterschutz? Prüfen Sie also die Kunden von Ihnen mit allem drum und dran? Und dann habe ich das festgestellt, dass er viele, viele fragt, was die ähnlich sind. Und insofern war für mich doch die Frage, müssen denn alle vor Ort gehen? Müssen denn alle Sie in Ihrer Tätigkeit, verzeihen Sie mir den Begriff, belästigen? Aber es fällt ja was an. Ich muss vorbereiten in Ihrem Betrieb. Dann muss ich dann die 2-3 Tage bei der Prüfung dabei sein. Dann kriege ich ja noch einen Prüfbericht. Dann muss ich ja nochmal nacharbeiten. Und Herr Nachbar und Herr Dobler, ich habe mal von einem Kollegen von Ihnen gehört, dass man ja mal hingehen kann, betriebswirtschaftlich mal prüfen. Wie viele Tage habe ich denn im Jahr, wo meine Einrichtung insgesamt geprüft werden? Und was macht es in meinem Lohnkonto betriebswirtschaftlich aus? Und da haben Sie doch einen ganz großen Punkt auch mal gegenüber der Politik mal aufzuschlagen. Die Zahlen, die vorhin der Nessler genannt hat, die sind ja überragend, wenn wir sagen 19,9% Bruttosozialprodukt und. Das ist ja ein ganz großer Wirtschaftsfaktor, was hinten anhängt. Also mein Ziel war es einfach zu sagen, wir werden es, nein, anders an, ich bin angetreten, da in der Bundesrepublik kann ich es machen, aber unser Föderalismus lässt uns ja da grüßen, das haben wir doch jetzt auch in der Pandemie gemerkt, dass ich dann sage, okay, ich muss in einem Bundesland was probieren. Und ich bin ja, man hört es an der Sprache, in dem Bundesland Baden-Württemberg zugange. Und da habe ich mir überlegt, wo kann ich was machen? Und auch da habe ich ja schon Probleme gehabt, mal mit der Aufsicht gemeinsam zu reden. Sie wissen jetzt, wenn man den Bereich Pflege nimmt, da haben wir in Baden-Württemberg 44 Stadt- und Landkreise. Und da was einheitlich hinzubringen, da fängt es ja schon mal an. Aber trotz allem, diese ganzen Widrigkeiten, bin ich der Auffassung, dass wenn die Politik, sprich die Landratsämter, die Aufsichtsinstitutionen selbst sich mal an einen Tisch hocken und sagen, muss ich denn jeden Tag dahin fahren oder können wir uns nicht irgendwann austauschen? Haben wir auch vom Gesetzgeber ja jetzt bekommen, dass wir sagen, wir müssen uns austauschen. Und da habe ich verschiedene Projekte gelaufen und ich glaube, das läuft dann auch ganz gut, wenn der Wille da ist von uns als Unfallversicherungsträger, der Wille da ist von den beteiligten Stellen, die sind ja alle in dem Dach eines Landes, eines Bundeslandes oder auch eines Landkreises. Nehmen Sie doch einfach mal einen Bauantrag. Wenn Sie doch heute ein Pflegehaus oder ein anderes Haus bauen wollen, wie viele Stellen haben denn da was von diesem Landratsamt oder von der Stadtverwaltung geworden? Wir haben es noch nicht geschafft, dass wir Ihnen als Antragsteller eine koordinierende Stelle, die Koordination übernimmt im Landratsamt. Da werden Sie von da nach da verwiesen, von da nach da, von da nach da verwiesen. Und besser wäre es doch, wenn man dann sagt, okay, bei der Stadt Stuttgart oder bei der Stadt Heidelberg gibt es eine Stelle, da kommt der Bauantrag her mit allen Facetten und der steuert es intern mit allem drum und dran. Wer das macht, ist Ihnen und mir eigentlich egal. Und da ist mein Weg zu sagen, lassen wir uns doch da gemeinsam den Weg mit diesem präventiven Aufsichtshandeln, also nicht die Aufsicht selbst, ich möchte nicht die Aufsicht übernehmen für die Heimaufsicht, für den MDK, sondern lasst uns doch da zusammen, was prüft ihr denn? Und wenn euch was auffällt, dann gebt doch uns eine Kenntnis, dann können, sind wir doch ganz ehrlich, 95% Ihrer Kunden laufen doch normal. Wir wollen doch nur diese 5%, die vielleicht nicht normal laufen. Und wenn ich dann noch die Pandemie nehme, dann müssen Sie ja viel weiter noch aufschreien, weil in der Pandemie wurden Sie doch gar nicht besucht. Und Sie haben doch hervorragende Arbeit gemacht. Also können Sie sich ja die Frage stellen, wenn jetzt niemand vorbeigekommen ist und es ist doch sehr gut gelaufen, sowohl für uns als auch für die Kunden, warum brauchen wir denn euch? Die Frage müsste ja von Ihnen kommen, habe ich gestellt bekommen vor wenigen Tagen. Und die fand ich so interessant, dass ich Ihnen diese heute ja mitgebe. Also das Ziel sollte doch sein, dass wir durch Kooperationen auf Stadt-, auf Landkreisebene, auf Kooperationen mit Verbänden, mit großen Trägern mal gucken, wo können wir was ausloten? Wo kann ich als Koordinator der BGW zu dem Bereich Bundes- und Landespolitik Gedanken, Ideen von Ihnen, Sie sind die Fachleute,
mitnehmen und sagen, können wir da nicht etwas verändern, damit der Prozess nicht immer so schlecht dasteht? Wir kommen da mit einem erhobenen Zeigefinger vorbei. Auch wir haben gelernt, dass wir Dienstleister sind. Auch wir haben in den letzten 10, 15 Jahren versucht, mehr dieses Nicht-Aufsichtsdenken, sondern dieses Beratungsdenken, dieses Unterstützungsdenken heranzubringen. Mhm. War bei uns auch ein Prozess, den wir dann drehen und wenden mussten. Und da denke ich, wenn wir gemeinsam auf Initiative von Ihnen, Ideen von Ihnen und wir sagen, wo können wir was ausloten, glaube ich schon, dass wir da auf einem guten Weg werden. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn da von Ihnen auch Impulse kommen würden. Vielen Dank, Herr Köhnlein. Was man da so stark auch raushört, ist so ein klares Plädoyer auch für, der Herr Nessler hat es vorher auch angesprochen gehabt, schon für so eine Art Systempartnerschaften sozusagen als Einweg oder Kooperation, um eben gemeinsam auch da die Kräfte auch nochmal zu bündeln und auch die Expertise. Das ist mit diesem, Sie sind da als BGB, wie ich weiß, auch mit diesem Thema hier präventives Aufsichtshandeln besser zu verzahnen, besser abzustimmen, ja auch unterwegs. Und ich glaube, das ist was nach vorne, was viele in der Branche, egal in welchem Bereich, sicherlich auch durchaus sehr positiv hören und aufnehmen. Gerade auch jetzt von Seite auch einer begleitenden, beratenden Organisation auch wieder hier. Ich würde das gern aufnehmen mit dieser Systempartnerschaft, weil das passt auch zu einem Kernthema, das uns bewegt. Herr Nessler hat es vorher angesprochen. Ich gebe den Ball nochmal kurz zu Herrn Nachbau. Herr Nachbau, Systempartnerschaften. Stichwort innovative Modellprojekte, Modellförderung. Kennen sicherlich in der Runde auch sehr viele, haben sicher die eine oder andere Organisation auch entsprechend schon mit Modellförderprogrammen, Innovationsförderprogrammen ihre Erfahrung gemacht. Leuchtturmprojekte mit Blick auf Versorgungsangebote werden mit Partnern zusammen gemacht. Dann gibt es häufig eine Anschubfinanzierung und nach 5 Jahren kommt der Bescheid, Projekt zu Ende, was nun? Es wurden gute Ergebnisse möglicherweise festgestellt. Und dann kommt die spannende Frage, kommt es, sage ich mal, zu einer Skalierung, auch was die leistungsrechtliche Refinanzierung anbelangt? Das ist die andere Seite auch dieser Systempartnerschaften. Herr Nachbauer, was muss da geschehen? Mhm. Ja, Dobler, vielen Dank für die Frage. Wenn man es versucht zu clustern, dann würde ich mal sagen, es gibt Modellprojekte, wo wir sehr, sehr dankbar sind, dass wir da dabei sein dürfen, beispielsweise BTHG-Einführungen, wo es einfach noch nicht die Ausführungsverordnungen gibt, wo es einfach ganz viel im normativen Bereich noch unklar ist. Und wenn man da sich gemeinsam mit dem Landkreis Bodenseekreis in einem Modellprojekt bewegt, dann kann man sich gemeinsam im Sinne von Herrn Köhnlein, jetzt nicht in Bezug auf Prüfung, aber in Bezug auf Weiterentwicklung im Leistungsrecht natürlich auch entlanghangeln und gegenseitig das Verständnis fördern. Ja, und das hat uns sehr, sehr geholfen. Wir haben 1 von 2 Modellprojekten im Bereich BTHG in Baden-Württemberg gehabt. Ja, und das hat uns extrem geholfen. Das ist mal so der eine Teil. Der andere Teil, wir sind natürlich in verschiedenen Modellprojekten, aber ich möchte Ihnen eins kurz erläutern. Geriatrische Notfallversorgung, ein Bundesprojekt, gemeinsamer Bundesausschuss, Innovationsfonds der Krankenkassen, 4,5 Millionen gefördert, einziger Standort in der Nähe von Ravensburg-Weingarten, ja, und an einem Klinikum dran, wo Klinikum mit dabei ist, die Stiftung Liebenau als Altenhilfeträger, 2 Krankenkassen sowie die Hochschule Ravensburg-Weingarten für die Evaluation. Was ist da passiert? Erstens mal hat man nicht das Budget akzeptiert, was wir eigentlich für so eine Notfallstation gebraucht hätten. Das ist so quasi dieser vorstationäre Bereich. Es besteht ein pflegerischer Notfall und alle Systeme brechen zusammen. Ja, und man versucht quasi, wenn es kein medizinischer Notfall ist, muss abgeklärt werden, wieder neue Wege quasi zu finden, eine Art Lotsenfunktion nach 5, 6 Tagen Verweildauer dann wieder nach Möglichkeit nach Hause zu entlassen, ja, und da aber ein stabiles System aufzudröseln. Kommt extrem gut an, ist 3 Jahre jetzt gelaufen. Wir werden eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Evaluation bekommen. Beide Krankenkassen sind Betriebskrankenkassen, wo dabei sind, unterstützen das Projekt, aber es wird auslaufen. Jetzt nennt sich dieser Fonds, weil die Krankenkassen insgesamt das Fass nicht aufmachen und weil sie nur das Aufmachen, O-Ton, wenn sie normativ gezwungen werden. Das heißt, es gibt ein sogenannter Innovationsfonds,
Fonds, wo wirklich viel Geld drin steckt. Ja? Wir bewegen uns in Richtung Innovation, versuchen quasi, nennen wir es SGB 5, SGB 11 zusammenzubringen, eine sehr, sehr sagen wir mal, bedarfsgerechte Versorgungskette auch von Vermeidung von Krankenhauseinweisungen aufzugleisen. Das wird wissenschaftlich evaluiert, bestätigt, aber kommt nicht in die Regelfinanzierung, Herr Dobler. Und das ist, glaube ich, auch Kern Ihrer Frage, was muss da passieren? Wir haben jetzt natürlich versucht, ja, dass wir das normativ über Abgeordnete einspeisen können in den ganzen gesetzlichen Reformen, die jetzt noch vor der Bundestagswahl waren und sind gescheitert, ja, schlichtweg gescheitert. Ja. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, wie das Projekt zu beenden, ja, obwohl es ein Innovationsprojekt war und auch als solches bestätigt wird, aber es endet. Ja. Das heißt, wir haben noch keinen Zugang. Ja. Jetzt fragen Sie mich, was muss da passieren? Wir brauchen da auch, nennen wir es mal von der Wohlfahrtsspitze, noch mal einen anderen Zugang. Weil wenn ein Projekt, und da mache ich auch Schluss, wirklich als positiv, ja, für eine Fortführung inhaltlich und finanziell konstatiert wird, kommt es trotzdem nicht rein. Und das macht uns natürlich schon Sorgen. Das bedeutet, haben die Mitarbeiter eigentlich noch Lust auf Innovation? Heißt es, jetzt haben wir umsonst gearbeitet, heißt es, unser Anteil an Selbstfinanzierung, den wir dort zu Eigenbeitrag, den wir da zu leisten gehabt haben, wollen wir nicht mehr einsetzen, weil ja sowieso das meiste nicht in die Regelfinanzierung kommt. Das sind ganz spannende Fragen. Überbrückungslösungen, Verlängerungslösungen und sind nicht erfolgreich gewesen. Und der Landkreis ist mächtig stolz, ja, auf dieses Projekt, aber finanziert es nicht weiter. Und das sind natürlich wegen den Zuständigkeiten. Und da geht es auch wieder darum, wie kriegen wir quasi diese Innovationen tatsächlich dann auch in eine Regelfinanzierung. Diese Fragestellung bleibt unbeantwortet, Herr Dobler, leider in der jetzigen Sicht. Nur wenn die Kassen quasi normativ gezwungen werden, politisch, dann öffnen sie ein Türchen. Und das, glaube ich, muss man einfach als offene Frage stehen lassen und gucken, wie kann man da rangehen und sowas. Es nennt sich, mache ich Schluss, Innovationsfonds. Innovationsfonds. Und ich werfe gerade auch parallel schon einen Blick in den Chat. Da war gerade eben auch eine Frage direkt schon zu dem Punkt, was Sie auch schon angesprochen hatten mit dem Thema Überbrückungsfinanzierungen. Das klingt, als ob Prüfungen stattgefunden haben, andere Wege zu finden. Aber die Situation gestaltet sich da ein bisschen schwierig. Ja, vielen Dank, Herr Nachbauer. Björn, was der Herr Nachbauer gerade so eher mit einem leider negativen Unterton geschildert hat, passt, glaube ich, gut zu dem, was du am Ende deiner Ausführung sagst. Es darf soziale Innovation oder ist soziale Innovation ein Lottospiel. Ja? Es gibt gute Ansätze von offenen, konstruktiven Akteuren Richtung Systempartnerschaften, was wir vorher mit Ralf Köhnlein diskutiert hatten. Aber ich würde an der Stelle jetzt gerne einfach auch mit Blick auf die Uhr die Diskussion eröffnen in die große Runde. Würde Sie bitten, Ihre Fragen auch aufgrund der teilnehmenden Zahl, würde ich da die Chat-Funktion vor allem zur Nutzung bitten, dass Ihre Fragen auch Kommentierungen in den Chat reinbringen und wir die dann anspeisen. Wenn Sie direkt eine Frage an die Referenten haben oder Anmerkungen, schreiben Sie es bitte auch dazu, Ihre Chat-Frage. Björn, das Lottospiel, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Deine Erfahrungen hierzu auch nochmal mit euren Projekten. Die gab es genauso. Also Projekte, wo wir gedacht haben, Mensch, die sind super, alle waren stolz. Es gibt bei uns einen Trägerverbund in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Wir hatten Auswertung von der Hochschule, dass wir effizienter sind als alle anderen. Und letztendlich kamen dann immer mehr Jugendämter, die gesagt haben, nee, wir treten aus diesem Trägerverbund aus. Wir wollen lieber den ganz normalen Markt und vor allem wollen wir die Macht über den Bereich haben. Wo wir nicht aufgegeben haben. Der Trägerverbund arbeitet weiter und ist auch erfolgreich, aber nicht mehr so wie früher, weil ja sich die Gedanken der politischen Akteure und der kommunalen Akteure teilweise verändert haben. Wir haben aber auch auf der anderen Seite, arbeiten wir mit der Deutschen Schlaganfallstiftung zusammen und wir haben ja ein Netzwerk für ja sowas Ähnliches wie Lotsen im ambulanten Bereich für Schlaganfall. Und da haben wir alle von Anfang an gesagt, wir setzen gar nicht erst auf die Krankenkassen, weil die haben ja genau das Problem, wenn sie das bei uns dann als Regelleistung, müssen sie es überall als Regelleistung reinschieben und dann werden die sich ja, glaube ich,
ja, ne, bei den Katholischen würde man sagen, wie der Teufel gegen das Weihwasser. Also die ergreifen die Flucht. Und wir haben dann den Prozess so aufgesetzt und haben, weil hier war auch schon eine Frage, wie man denn Beteiligte mit einbinden kann. Und so haben wir bei diesem Schlaganfallprojekt viele Menschen, die von Schlaganfall betroffen sind und zu Hause wohnen und deren Angehörigen direkt über so einen Design-Thinking-Prozess und andere Maßnahmen eingebunden haben, gesagt, Mensch, wie macht das euch eigentlich die Arbeit leichter und vor allem in diesem Zusammenspiel von Therapeuten, Ärzten, Pflegediensten, Psychologen, Ehrenamtlichen, gibt es ja ganz viele Doppel- und Dreifacharbeiten. Und wir haben unseren Innovationsansatz dann darauf gesetzt, wie können die Akteure, die sich um einen Kunden, um einen Menschen kümmern, ihre Arbeit vereinfachen und vor allem in dem Sinne, wie ist es für den Menschen, der es braucht, auch angenehmer, weil wenn der Ergotherapeut morgens kommt, kurz danach kommt der Physio und danach kommt die Pflege oder davor und alle drei machen Anzugstraining, macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Oder das Gleiche, wenn man zum Arzt will. Und so hat sich dieser Kreis zusammengeschlossen. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 20 oder 30 Schlaganfallpatienten im Netzwerk. Und wir sagen, wir lassen die Innovation trotzdem weiterlaufen, aufgrund der Tatsache, dass es unsere eigenen Abläufe vereinfacht und wir dadurch dann Kosten sparen. So dass wir da bewusst gesagt haben, komm, wir setzen auf keine Stiftung und überhaupt nichts. Und vor allem war es eher mit kleinen Akteuren noch, also kleinere Physiotherapiepraxen, die gesagt haben, nee, also sobald wir einen Antrag stellen müssen, sind wir da raus, wir weisen auch nichts nach, wir sind doch nicht verrückt. Und ähnliche Projekte haben wir mit Wohnungsbaugenossenschaften. Also wir gehen den Weg zurück und sagen, ist schön, dass ihr euer Geld habt, aber wie kriegen wir es wirklich praktisch für uns umgesetzt? Und auf der anderen Seite versuchen wir auch immer mal wieder Sachen, aber die sind dann wirklich so wie Würfeln oder Runen schmeißen oder so. Ne? Also ich bin teilweise entsetzt, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es ein hoher Kostenfaktor hinterher für den anderen Apparat wäre. Ja. Vielen Dank. Ich möchte Sie weiter ermutigen, ermuntern. Stellen Sie Ihre Fragen in den Chat, die ich dann einbringen kann, gerne aufnehmen. Eine Frage haben wir hier nochmal, die ich auch sehr spannend finde. Die würde ich jetzt mal allgemein an die Diskutanten im Panel auch nochmal stellen. Herr Rösch stellt noch die spannende Frage. Für mich stellt sich die Frage, wie viel Innovation wollen wir eigentlich, da wir intern noch sehr viele Potenziale haben, ja? Das ist auch eine sehr spannende Frage, finde ich, Herr Nachbauer Björn, wenn man sich das mal anguckt, Stichwort Effizienzpotenziale, Potenziale heben, aber auch Eigenentwicklung. Und ist das manchmal mit diesen Innovationen, rennt man da auch nicht was hinterher, weil vielleicht auch ein gewisser Zwang von außen da ist? Ich glaube, das ist schon auch eine spannende Frage, auch mit dem Konnex, was bauen wir auch intern auf, was ja die Komplexität auch von den Strukturen ja auch intern auch dann nochmal sozusagen erhöht. Wie seht ihr das? Wie sehen Sie das? Herr Nachbauer. Soll ich anfangen? Also die Frage ist, wie eine innovationsfördernde Kultur insgesamt im Unternehmen verankert ist. Wir haben verschiedene Projekte schon gehabt, wo einfach nicht angekommen sind. Ja, das muss man ganz plastisch auch so sagen. Und wie viel Lust haben auch die Leute an bestimmten Fortentwicklungen tatsächlich daran zu arbeiten, um quasi in ihren Prozessen auch bessere Abstimmungen zu erhalten. Vielleicht ein Beispiel, verlässliche Dienstplangestaltung. Ja? Und im Bereich verlässliche Dienstplangestaltung, wenn wir jetzt unter Fachkraftmangel, Personalmangel in der Altenpflege, wenn wir da jammern, wir sind jetzt nicht zusammengekommen, um zu jammern und zu sagen, was geht alles nicht, sondern wo gibt es auch gute und positive Ansätze, wenn ich das nicht nur hausbezogen mache, und es gibt ja verschiedene Digitalinstrumentarien, wo jetzt nicht alles nur der Hausleiter oder die Hausleiterin irgendwie selber bewerkstelligen muss, weil da gibt es ja allfällige Fragestellungen jeden Tag, wo aufs Neue, und das überfordert ja auch, sondern wenn ich das in einen größeren Kontext stelle und einfach sage, okay, in der Region um 10 Kilometer um mich herum, mache ich einfach so eine verlässliche Dienstplangestaltung und ich standardisiere das. Ich nehme bestimmte Dinge quasi auch der Heimleitung ab und verbessere damit quasi aber auch Prozesse in meinem Unternehmen, ja, dann sind es auch genauso innovative Ansätze vor dem Hintergrund, dass ich quasi in Prozesse einsteige und wo ich wieder Freiräume schaffe. Ja. Also das hat ja was mit Prozessabläufen und Prozessqualität zu tun. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich will ein innovatives, neues Geschäftsmodell, ja, dann sagen vielleicht viele, nein, ich will eigentlich Second Mover sein, ich will nicht First Mover sein. Ja. Sollen doch die erst mal ausprobieren,
und das Geld verbrennen, bis das alles mal läuft, weil Patente gibt es eh nicht. Dann, wenn das dann läuft, dann übernehme ich das. Ja? Das ist natürlich schon eine Frage insgesamt von Kultur, ja? Ja. Wo da ist. Und ich glaube, das ist ein vielfältiges und ein viel, vielschichtiges Thema. Vielleicht noch ein Satz. Innovation von innen nur, Innovation von außen oder Innovation kombiniert. Die ZF Friedrichshafen, Getriebehersteller, wo ja gerade auch in diesem Transformationsprozess ist, ja einer der weltgrößten Getriebehersteller, hat ja mit der E-Mobilität einen großen Umschwung, sagt, sie schaffen, wenn man mit denen Entwicklungsteams redet, sie schaffen nur, wenn sie alles drei anwenden. Entwicklung von innen, Entwicklung von außen und Entwicklung kombiniert. Die Frage ist, wo entwickeln wir von außen? Wo entwickeln wir kombiniert und wo entwickeln wir innen? Das umschließt ja auch nochmal so das Thema mit den Systempartnerschaften auch in solchen Prozessen. Björn, du hattest dich gerade auch nochmal gemeldet. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist wirklich die Einbindung sowohl unseres Klientels als auch von Kooperationspartnern und da, wo es Sinn macht, auch wirklich von den Kostenträgern oder von Kommunen. Weil wir haben einmal dann die Möglichkeit, wenn wir einen großen Teil des Klientels mit eingebunden haben, inklusive Selbsthilfegruppen, dass man natürlich eine andere Öffentlichkeit kriegt. Die kriegt man aber wieder nur im kleinen Gütersloh dann oder im kleinen, weiß ich nicht, Kreis Warendorf oder in der Stadt Bielefeld, wo wir tätig sind, darüber hinaus ja nicht. Und so gucken wir halt auch, okay, welche Projekte sind denn für uns so interessant, dass wir sie perspektivisch auch umsetzen können? Und die Frage, hey, wie ist das eigentlich, wenn wir innen noch so viele Potenziale haben? Ich glaube auch, wie viel Veränderung, egal ob wir das jetzt Innovation nennen oder leichten Wandel, aber wie viel Wandel verträgt überhaupt eine Belegschaft und auch die Kunden? Also wenn andauernd man dem Neuen hinterherjagt und das Alte nicht wertschätzt, dann kriegt man ein Problem. Und deswegen ist auch häufig, glaube ich, so viel Schimpfen auf die Bürokratie. Das ist ja das Bewahren des Alten und das eben die Innovation ist, die Suchen, das Suchen des Neuen. Und vielleicht muss man die beiden Sachen so zusammenbringen. Und wir merken, häufig funktioniert es besser durch Labore, wo wir sagen, wir holen Mitarbeiter wirklich bewusst raus, die was Neues entwickeln oder machen Kooperationen mit kleinen Startups oder irgendwie sowas für kleinere Projekte, weil dann muss man das Alte nicht bewahren. Weil das merke ich bei den Mitarbeitern, die den ganzen Tag an der Basis arbeiten und beraten oder pflegen. Und man holt die immer wieder raus und sagt, komm, wir denken mal eure Arbeit neu. Dann denken sie, unsere Arbeit macht uns doch jetzt schon wahnsinnig. Ne? Und das, glaube ich, muss man gut beidhändig behandeln und vor allem die Kunden immer mit einbinden, da, wo sie einen Bezug sozusagen zu der Leistung haben. Ja. Frau Nachbau, Sie hatten gerade noch mal eine Reaktion direkt hier, bitte. Ja, vielleicht noch ein Impuls, Herr Nessler. Sie hatten ja auch von Effizienzsteigerungspotenzialen und wie hebt man dann die? Wir werden ja zunehmend digitaler und unsere Prozesse werden ja dementsprechend umgestellt, transformiert, wie auch immer. Das hilft ja an der einen oder anderen Stelle auch, tatsächlich mal neu zu denken und tatsächlich so zu analysieren und auch neu aufzustellen. Ja. Das ist immer die Frage der Mitnahme von den Menschen, die es dann auch betrifft. Ja. Also wir sind natürlich zu den Kunden, also man muss ja auch die Kundenseite dann wieder anschauen. Kundenplattform, Plattformökonomie, was will ich am Sonntagabend auf dem Sofa als Hilfebedürftiger tatsächlich auch schon buchen oder ausmachen. Ich glaube, man muss auch von der Richtung her denken, weil die Digitalisierung öffnet quasi völlig neue Möglichkeiten, innovative Möglichkeiten, wo völlig entinstitutionalisierend sind. Ja? Und ich glaube, das muss uns schon bewusst sein, ja, was das bedeutet. Ja? Das, was wir schon ganz normal bestellen, also Autos werden künftig nicht mehr übers Autohaus bestellt, sondern die werden im Internet bestellt, ja, und konfiguriert und. Ich glaube, da gibt es natürlich riesige Chancen, ja, auch diese Prozesse insgesamt neu zu denken und neu aufzustellen. Und ich glaube, in dem Sinne gibt es auch Auswertungs- und Analyse-Tools, beispielsweise warum, also ich sage jetzt wiederum nur ein Beispiel, wir wollen ja einfach auch geerdet sein heute, warum verlassen uns eigentlich Mitarbeiter? Haben wir genügend Daten? Wissen wir es wirklich? Ja, ich behaupte nur teilweise. Ja, und wo haben wir sogenannte Frühwarnindikatoren, wo ich dann aktiv drauf einsteigen kann,
Wenn wir von Fachkraftmangel reden, dann sollte man mal zumindest die Mitarbeiterschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und motivieren, da zu bleiben und motiviert mitzuarbeiten, bevor uns denn auch noch ein Haufen verlassen. Uns verlassen gerade einen Haufen aus der Pflege und gehen aus der Branche raus, ja, weil sie überfordert sind mit Covid und, und. Das heißt, die Fragestellung, wann kommen welche Logiken zum Tragen, da können Datenmodelle definitiv helfen. Ja. Ich meine jetzt nicht mit Big Brothers Watching You, aber wenn Sie quasi das HCM, also diese Personaldaten, wenn Sie die verknüpfen quasi mit anderen Auswertungen, dann haben Sie die Daten, ja, dann geht es. Ja, und sich da auf den Weg zu machen, haben wir denn immer genügend Entscheidungsgrundlagen, ja, die wir eigentlich im Unternehmen selber schon haben, nutzen wir das, dann würde ich sagen, Herr Nessler, das wäre Effizienzsteiger. Vielen Dank. Da gebe ich Ihnen total recht. Und das Herausfordernde finde ich in dem Bereich, wenn wir über Digitalisierung reden, wir haben ja die komplette Bandbreite zwischen Rauchzeichen, Keilschrift und Schreibmaschine und es geht ja noch weiter. Also wir haben ja keine gemeinsame Sprache. Und wenn wir, also wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt, wo wir gucken, warum gehen die gerade? Und wir versuchen unsere Personalabteilung, also das HR-Programm, wir haben Vivendi, mit Vivendi zu verbinden, weil ich glaube, man kriegt es relativ gut über semantische Auswertung und so weiter schon raus, wenn jemand in depersonalisierende Sprache in die Pflegeplanung zum Beispiel umdriftet. Also wenn wir da Veränderungen haben. So, und dann geht man an die Hersteller ran und sagt, kriegen wir mal einen Zugang zu den Schnittstellen, wir würden die gerne in das Programm reinlanden. Das ist ein faszinierendes Erlebnis, wie wenig offene Schnittstellen tatsächlich da sind, die man dann richtig auswerten kann. Und dann sitze ich hier immer, und wir haben ja zum Glück einen kleinen Laden und bei weitem nicht so einen großen wie Sie. Aber wie viele Mitarbeiter müsste ich dafür nutzen, weil Hersteller mit unterschiedlichen Techniken irgendwie versuchen, ihr Wissen zu schützen. Und ich finde Ihren Ansatz super und genau richtig. Ich verzweifle an dem manchmal. Also wenn Sie da eine tolle Idee haben, dann sollten wir mal telefonieren. Vielen Dank. Ich würde jetzt, das ist eine spannende Diskussion im Chat gerade auch, sind noch ein paar Fragen da. Die Teilnehmendenzahl geht jetzt langsam zurück. Das eröffnet uns sicher die Möglichkeit, wenn Sie auch noch persönlich in die Diskussion auch kommen wollen mit einem Kommentar, mit einer Frage, mit einem Beitrag oder auch der eigenen Erfahrung, nutzen Sie doch bitte die Handhebefunktion. Ansonsten würde ich auch noch mal ein, zwei Fragen auch mit Blick auf die Uhrzeit ansonsten auch nochmal aus dem Chat mit einbringen. Gibt es auch noch einen Beitrag? Möchten Sie auch jetzt noch zu dem gerade angesprochenen Punkt noch was losfahren? Gibt es aus Ihren Reihen auch noch was? Bitte schön, Sie haben natürlich gerne die Möglichkeit. Jetzt gucke ich mal nach Handzeichen, ob ich das erkennen kann in der Ansicht. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch eine spannende Frage im Chat gefunden, die ich auch nochmal direkt einbringen will in die Runde. Das war auch nochmal von Frau Hüsing die Frage zu dem Thema mit hier der Nichtfortführung von innovativen Modellprojekten oder Überführung in die Regelversorgung. Die Frage hat man am Anfang ja auch. Wie können wir mehr Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit für unsere Anliegen erzeugen? Also das ist auch nochmal, glaube ich, so diese Frage in Richtung Kommunikation auch von Trägern und Verbänden in Richtung Politik. Das wird mich auch nochmal auch als offene Frage an die ganze Runde auch interessieren, wie da die Einschätzungen sind. Haben wir vielleicht die falschen Botschaften? Da ist vielleicht auch das Dranbleiben und das Bohren dicker Bretter vielleicht dann so enttäuschend, es dann vielleicht auch klingen mag, sicherlich ein ganz wesentlicher Hebel, an dem wir auch weiter dranbleiben müssen, über Formate wie den Kongress oder eben auch, und das war ja auch ein starkes Thema heute mit den Systempartnerschaften, also auch Behörden mit Trägern entsprechend auch im Beritt zusammen mit neuen Wegen, die man da vielleicht gehen kann. Wir haben hier noch eine Frage an Herrn Nachbauer. Ich würde sie direkt mal zitieren von Herrn Kobs. Glauben Sie, dass der Fachkräftemangel dazu führen wird, dass die Leistungsträger auch anfangen werden, Prozesse zu digitalisieren? Ist der Druck dort schon hoch genug? Frage. Ich glaube schon, dass von Leistungsträgerseite da enorme Digitalisierungsvorschübe geleistet werden.
ist ja früher immer gesagt worden, das, was im Krankenhaus passiert, passiert 10 Jahre später in der Pflege und passiert dann wieder 10 Jahre später in der Eingliederungshilfe. Das kann man auf verschiedene normative Systeme tatsächlich überprüfen. Und es ist so, die Öffnung der Märkte, die Anwendung der Digitalisierung. Wir haben im Krankenhaus Abrechnungssysteme, Krankenhauszukunftsgesetz, Teleinfrastruktur und so weiter. Sie können gar nicht mehr abrechnen, wenn sie nicht digitalisiert verknüpft sind. Ja? Und. Also das ist ein Riesenthema, die Telematikinfrastruktur im Krankenhaus. Wir stellen gerade, also da bleibt kein Stein auf dem anderen, so muss man es an sich sagen. Und wenn Sie da vielleicht, Herr Dobler, einen Verweis auf den Verband WEDISO, wo ja viele Mitglieder aus der Wohlfahrt auch drin sind, vielleicht mal geben. Da gibt es ein Projekt Billing Chain. Und das Projekt Billing Chain sitzt genau an Ihrer Frage an, ja, inwieweit es mehr oder weniger ein auch kooperatives Vorgehen, jetzt verweist Herr Köhnlein, in dem Bereich, wir sind digital und wie duckt die öffentliche Hand und die Abrechnungs- und Leistungsträgerlogik an uns an, ja, also in welchen Logiken, ja, und was können wir gegebenenfalls in dem Sinn entschlacken, also Stichwort Billing Chain. Das und über der WEDISO. Da gibt es auch verschiedene Workshops und da gibt es verschiedene Ansätze der Verband der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Da würde ich gerne darauf verweisen. Da kann man dann Näheres anschauen. Aber Ihre Frage, ich würde sie eindeutig mit Ja beantworten. Ja. Vielen Dank und gerade auch nochmal eine Antwort im Chat auch nochmal auf die Frage nach der Kommunikation und den Botschaften. Am Herr Epe meinte nochmal, wir haben genau die richtigen Botschaften. Aber die Art und Weise, wie wir diese darstellen, ist oft nur ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist sicherlich auch ein Thema. Vielen Dank auch nochmal für diesen Kommentar. Und Frau Frahm, die Kollegin hat gerade auch nochmal in den Chat auch reingetragen. Sie haben natürlich im Nachhinein auch nochmal die Möglichkeit, mit einer kleinen Evaluation auch zu unserer Session hier auch nochmal einen Beitrag zu leisten, nochmal weitere Kommentare und Anmerkungen natürlich auch einzubringen. Ich schaue in die Runde, gibt es weitere Fragen oder noch was Sie hier auch einbringen und als Botschaft oder vielleicht auch als Brücke nach vorne für den leider verschobenen Termin zum Kongress der Sozialwirtschaft Richtung September noch uns vielleicht in Richtung Organisationsteam mitgeben wollen. Ein Thema, das wir da auch fortführen in der Diskussion, eben dann auch mit der Politik. Das war ja auch eine Idee für die heutige Veranstaltung hier nochmal, frisch Botschaften, Ideen, gerade auch für diesen Austausch, für die Veranstaltung Ende März auch mitzunehmen und natürlich auch weiter zu verarbeiten. Es gibt eine Handmeldung. Herr Rösch, bitteschön, darf ich Sie bitten, Kamera, Mikro zu aktivieren? Bitteschön. Ich wollte nur noch mal kurz ein bisschen die Rückmeldung aufgreifen, die im Chat auch war. Ich finde, es ist schön, dass wir hier sind. Hier sind so viele Menschen, aber ich finde so dieser Dialog, also dieser Aufbruch, wenn es um Innovation geht, geht es um Aufbruch, finde ich. Das hat mir heute ein bisschen gefehlt. Ich hätte auch mehr Kommunikation gewünscht mit uns allen. Hier sitzen so viele, es kostet einen Haufen Geld, dass wir hier alle sitzen. Da wäre es schön, einfach wenn die sowas organisieren, was ich total gut finde, wenn da wirklich auch so ein Schub nach vorne geht und so, oh ja, wir wollen hier was machen und wir wollen wirklich innovativ sein. Und da muss ich sagen, einfach noch als Anregung auch für den nächsten Event, gerne auch die Beteiligung von uns, die hier da sind, die sich Zeit nehmen, wäre schön gewesen, wenn da noch, gerade da gab es einen Chatbeitrag mit innovativen Tools etc. Fand ich, genau, wollte ich gerne einfach nochmal loswerden am Ende. Genau. Alles klar, vielen Dank, Herr Rösch. Ich habe es auch deswegen angesprochen. Da bitte ich einfach auch um Verständnis in der Runde. Inhaltlich sind wir da bei Ihnen, aber auch das Format war ja auch als Appetizer für den Kongress im März auch gedacht. Und uns ist natürlich bewusst, ich habe es ja eingangs auch gesagt, bei der Breite auch der Themen und auch der Tiefe können wir auch gar nicht den Anspruch haben, das auch so tief und en Detail natürlich auch zu besprechen. Und die Interaktivität vorweggenommen dann hier sozusagen, aber auch in der Umsetzung dann für den echten realen Präsenzkongress. Das war ja auch so ein bisschen die Idee der Verbindung. Und wir nehmen das aber gerne auch auf. Das ist auch nochmal eine Evaluation, die Möglichkeit, auch mit Blick auf weitere
Formate auch dieser Art, aber auch danke, dass Sie da auch nochmal den Hinweis auch hier so einbringen. Ich gucke auf die Uhr, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 17.30 Uhr. Wir sind so am Ende der Zeit, die wir ja auch für diesen Appetizer sozusagen auch bei diesem Thema auch genommen haben. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, bei den Referenten, Herrn Nessler für den Input und Könlein, Herrn Nachbauer und auch für die Beiträge im Chat. Und auch jetzt nochmal die Wortmeldung. Ich hoffe, der oder die eine oder andere hat dennoch auch ein paar Anregungen, auch hier praktische Hinweise für Projekte etc. auch mitnehmen können. Wir sagen vom Kongress der Sozialwirtschaft ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann auch im September dann hoffentlich bei einem stattfindenden Kongress der Sozialwirtschaft in Magdeburg 22. und 23. begrüßen dürfen. Bitte merken Sie sich die Notier vor, bleiben Sie uns wohlgesonnen und vor allem bleiben Sie bis dahin gesund. Eine gute Zeit bis dahin. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, tschüss.